Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag der Tage. Ihr habt ja schon in der ein oder anderen Story vielleicht gesehen, die Insta360 X4 ist herausgekommen und Insta360 hat die mir geschickt zum Testen. Das Ganze ist nicht bezahlt, das heißt, ich kann letztendlich sagen, was ich will. Und der Clou an diesem Video ist, ich benutze die Kamera jetzt wirklich für das ganze Video. Das heißt, jetzt gerade aktuell auch. Das ist der Ton, den ihr hört, das Bild, was ihr seht. Und erst am Ende, wenn ich dann ans Schneiden gehe, dann werde ich euch nach dem Schnitt ein Feedback geben, wie das Ganze so ausgesehen hat, ob es mir getaugt hat, ob es mir nicht getaugt hat, was ich gut finde, was ich schlecht finde und so weiter und so fort. Also volles Programm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und freue mich schon auf die Ergebnisse. So Leute, kurzer Boxenstopp. Die Michi brauchte nämlich eine klare Brille. Ich kann das ja auch nicht, ne? Mit diesen Gläsern, die getönt sind. Ich habe noch eine Brille tatsächlich, die getönt ist von Liert. Die werde ich im Urlaub mal nochmal testen. Die ist noch so brandneu, die ist super schön. Die habe ich vom André bekommen. Danke nochmal, André. Und die hat auch so getönte Gläser, aber die ist irgendwie anders, irgendwie geiler, ich weiß auch nicht. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch mal einen neuen Trail suchen, den bin ich ganz, ganz früher irgendwann mal mit Marvin gefahren, aber auch schon ewig nicht mehr. Und wir wissen nicht genau, wo der ist, deswegen fahren wir jetzt einfach mal drauf los. Ich muss sagen, Leute, heute, es gibt so Tage, ja, beim Mountainbike-Fahren, da fühlt man sich einfach nicht so super, super gut. Und normalerweise höre ich dann auch immer auf, aber will der Michi nicht den Tag versauen. Deswegen mache ich einfach ganz, ganz easy peasy, versuche locker zu werden. Das ist immer so das Allerwichtigste, finde ich, dass man einfach versucht locker zu werden und nicht zu verkrampft. Weil meistens liegt es irgendwie dann doch daran, dass man zu wenig locker ist, zu verkopft an die Sachen rangeht und so. Und ja, gucken wir mal. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es hier auch irgendwie zwei Lines. Eine links, eine rechts sozusagen. Ja, wir müssen eigentlich zweimal hier hochgucken. Da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das Render dabei habe. Yeah.
Leute, wir sind wieder zurück im Auto und packen jetzt fix zusammen. Und dann geht's nach Hause, editieren. Und dann gibt's natürlich noch ein Feedback, wie mir das Zeug hier gefallen hat. Ne? Bis dahin, Leute. Ja, bis gleich. So, liebe Leute, ich habe das Video gerade fertig geschnitten und will euch natürlich jetzt das ehrliche Feedback geben vom... Guck mal, hier haben wir noch... kam hier von der Insta360X4. Ehrliches Feedback, auch die Abmoderation jetzt mit der Kamera natürlich, damit ihr ja original halt richtig das Feedback habt. Und hier drinnen ist es jetzt natürlich ja nicht ausgeleuchtet. Mal kurz hier zu. Dementsprechend hat man wieder das Problem, dass es nicht ganz clean sein wird, das Bild, weil leider hat man doch einiges an Rauschen im Bild, wenn es dunkel wird. Und das haben wir leider ja auch, wenn wir im Wald sind. Ne? Da haben wir auch leider immer wieder dieses Rauschen im Bild, wenn es dunkel ist. Und jetzt gut, die Lichtverhältnisse an dem Tag, wo wir unterwegs waren, waren wirklich schwer. Also da hat jede Actioncam hat damit Schwierigkeiten. Dynamic Range, das heißt Tiefen und helle Stellen, finde ich, macht die Kamera gut. Da habe ich jetzt gar nicht so viel zu meckern. Ich fand, das sah wirklich okay aus. Auch das Bild zur X3, auf jeden Fall eine Verbesserung. Diese 2x4K Linse jetzt, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Finde ich wirklich, wirklich gut. Allerdings muss ich ehrlich einfach zugeben, dass mir die Qualität für YouTube immer noch nicht ausreicht. Man könnte sich daran gewöhnen vielleicht oder halt extrem viel in die Post-Production stecken, dann wird das Bild auf jeden Fall nochmal knackig besser. Aber für Instagram ist es auf jeden Fall momentan, würde ich sagen, Nummer 1. Also da hat Insta360 echt was Gutes auf den Markt gehauen und auch viele, viele Aufnahmen, die so interessant sein können, sind auf jeden Fall geil. Also meiner Meinung gerade aus so beste Insta, beste 360 Grad Kamera, die es halt gerade gibt. Aber ja, schaut es euch selbst an. Ihr habt das Video jetzt gesehen, es gibt auch 1000 andere Videos davon und ich muss sagen, sie macht schon Bock. Allerdings, wenn ihr die auf dem Mountainbike benutzen wollt, dann müsst ihr euch diesen Frame hier mit besorgen, weil ohne den hängt die Kamera halt so, ne, an euch dran. Und so könnt ihr die so mounten. Anders macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Ding ist wirklich groß. Ist ein kleines Handy, ist auf jeden Fall eine ordentliche Nummer größer als die X3. Aber wenn ihr mal einen direkten Vergleich haben wollt zwischen der X3 und der X4, dann sagt mir gerne Bescheid, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mal ein Direktvergleich-Video, sodass ihr euch dann vielleicht zwischen den beiden entscheiden könnt. Ich hoffe, der Test konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Dann wieder ohne Kameratest und ganz normal Mountainbike fahren. Macht's gut. Ciao, ciao.